Ah ja, das Ding sieht irgendwie aus, als wenn man es zerstören muss. Ach ne, hier sieht es aus, als wenn man hier hochklettern muss. Ahahaha, okay. Dup, 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 dup. Da, 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 da. So. Bin ja mal gespannt, wie weit wir hier heute kommen. Und ich bin mal gespannt, wo ich hin muss eigentlich, weil hier hoch kommt man. Da drüben war was. Ich gehe, glaube ich, erstmal rüber. Ich habe keine Lust, hier so lang zu klettern. Dafür, dass ich dann wahrscheinlich wieder zurückklettern muss. Okay, hier sehe ich irgendwie nicht allzu viel. Okay. Hier habe ich nichts. Ja, cool. Hier ist eigentlich gar nichts so. Vielleicht hier drüben? Hier kommt man gar nicht rüber. Okay. Ja, dann wollen wir doch mal gucken. So. Und rüber, 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 hoch. Und hier hoch. Der Tempel, auf dem Kratos stand, war der Sonnenwagen des Helios. Jener Wagen, den die feurigen Rosse täglich durch den Himmel zogen, damit das Licht des Helios auf die Menschheit herabscheinen konnte. Kratos. Athene, was bedeutet das alles? Kratos, die Zeit ist sehr knapp. Der Olymp braucht dich. Ich habe genug von den Wünschen der Götter. Ich habe alles getan. Befreie mich endlich von diesen Albträumen, Athene. Nicht du kannst bestimmen, wann dein Dienst für uns endet. Du wirst dir deine Freiheit verdienen, mit der Zeit. Doch jetzt braucht der Olymp deine bedingungslose Loyalität. Der Gott der Sonne, er wurde vom Himmel geraubt. Der Tempel, auf dem du stehst, ist Helios Sonnenwagen. Ohne ihren Herrn an den Zügeln haben die feurigen Rosse den Sonnenwagen zum Absturz gebracht. Und ohne Helios hindert niemand Morpheus daran, die Macht für immer an sich zu reißen. Viele Götter sind in einem tiefen Schlaf gefallen. Bald werden alle dem finsteren Griff des Morpheus erliegen. Was soll ich dagegen tun? Du musst Helios finden und ihn zurück in den Himmel bringen. Sonst ist die Welt der Götter und die der Menschen für immer verloren. Nur sein Licht kann sie schmälern, die Macht des Mordes. Athene! Athene! Ja gut, das ist doch schon mal sehr, schön. Wollen wir mal schauen hier, was gibt's denn alles hier? Okay, hallo. Hier gibt's ein paar Richtungen, in die man rennen muss, kann, nicht muss. Es gibt vielleicht nur eine Richtung, in die man rennen muss. Hier braucht man bestimmt irgendwas Besonderes, um hindurch zu gelangen. Da hinten sehe ich was leuchten. Da unten sind rote Orbs. So. Dann wollen wir mal schauen. Hier ist nicht viel kaputt. Ist hier auf jeden Fall. Und ich wusste gar nicht, dass Helios so groß ist. Also, dass das hier alles, dass dieser Tempel der Wagen ist. Ich dachte, das hier, dieses kleine Ding da, das wäre der Wagen. Das ist irgendwie, das kommt irgendwie besser oder logischer rüber. Moment. Hier habe ich was leuchten sehen. Ich weiß nicht genau wo. Okay, ach so, das ist da drüben anscheinend. Hinter der Tür. Boah. Wollen wir mal eben durch hier. Uns dann erstmal stärken. Ein Energy Drink. So, und. Moment. So, möchten Sie speichern? Ja, natürlich möchte ich speichern. Dann möchte ich hier mal da und da. Und speichern erfolgreich. Das ist ausgezeichnet. Gehen an diesen Hebel und hebeln uns mal hier durch.
So. Gut. Da leuchtet eine Tür. Da glänzt. Oder bisschen was sie glänzt. Oh Gott. Was sind das denn? Oh nee. Molotovs oder was? Oh, fick dich. Na komm, geh mir ja auf den Sack. Ich klatsch dich um, ey. Vollidioten. Werfen sich gegenseitig um. So. Klatsch. Mist. Okay. Weiß ich auf jeden Fall, dass ich irgendwas machen muss. Uah. Zack. Kehle durchgeschnitten. Bums. Klatschen wir dem nochmal eine. Und nochmal. Tschüss. So. Da drüben ist natürlich auch noch einer, der uns abwirft, aber okay, belassen wir ihn oder lassen wir ihn erstmal in Ruhe. Es sind immer noch ein paar Geheimnisse. Ja, ganz wunderbar. Diese so eine Geheimnisse will ich eigentlich gar nicht herausfinden. Ach, das ist doch Kacke. Na, okay. Aber das sind wenigstens keine, ja, Fernkämpfer, sag ich mal. Zack. So. Dann machen wir nochmal. Na komm. Ach Mann, der macht eine Doppelkombo, ey. Fick dich doch. Kleiner. Komm. Geh mir nicht auf den Sack, danke. What the fuck, der zuckt ja nicht mal. Auch voll die Feiglinge hier. Stoßen nur vor, wenn... So, komm. Ach, ich hab nicht genug. Nein, falsche Richtung. Scheiße. Boah, meine Güte. So. Bäh. Okay, Moment. Jetzt. Ich brauche eher Leben als Magie. Nein. Warte. Ich gehe nochmal eben nach oben, weil ich habe das Gefühl, dass man da lang muss. So, hier. Leben. Bitte. Ach, schon wieder eine Kackfeder. Es ist manchmal so behindert. Man will unbedingt, man braucht noch eine Scheiße. Gehen wir hier auf den Sack. Hier haben wir noch zwei Bekloppte von diesen Dingern, die nicht viel bringen. Kann ich da durchschlagen? Zufällig? Nee, kann ich nicht. Ja, komm. Renn zweimal rein. Ach, okay. Dann muss ich den wohl erstmal wegklatschen. Die Typen, die sind mir jetzt schon unsympathisch. Ach, jetzt mache ich wahrscheinlich da das Ding daneben ihm auf. Oder das Tor da vorne auf. Oder auch nicht. Ach, das Tor mache ich jetzt auf. Ah, meine Fresse, ist das kompliziert hier. Anstatt einfach mal... Kratos ist so stark, der könnte doch eigentlich das ganze Tor einfach da auseinanderreißen da. Aber nein, man muss hier erstmal... Erstmal hier hin... Jetzt nach unten. Man kann sich nicht mehr bewegen. So, komm. Speichern wir nochmal. Was müssen wir die ganzen scheiß Bastard nochmal killen, falls es irgendwie die Aufnahme abfuckt oder sowas. Also noch ist die 30 oben rechts in der Ecke blutrot.